Moin YouTube, liebe Messerfreunde. Kleiner Gruß an Klaus. Ja, heute ein ganz spezielles Video, bei dem ich keine Ahnung habe, wie ich an die Sache rangehen soll. Es handelt sich dabei nicht um ein Cheruskermesser, wie das hübsche Techlein vermuten lässt. Nein, es handelt sich dabei um Stefans Unumsagen. Ich hatte es jetzt knapp 2 Wochen da zum Bespielen, zum Testen, zum Ausprobieren, um eine Beziehung mit dem Ding aufzubauen. Und ich muss ganz ehrlich gestehen, das ist mir nicht gelungen. Es ist, versteht mich nicht falsch, ein absolut fantastisches Taschenmesser. Dieser Klapper ist herausragend gut verarbeitet. Wir haben wunderbare Materialien. Der Klingengang, irgendjemand beschrieb das mal bei den Chris Reeve wie auf Glas. Das kommt der Sache sehr nah, wobei hier dann vielleicht doch mal wieder ein Tröpfchen Fett nötig wäre, denn ein ganz leichtes Knirschen ist mittlerweile doch zu spüren. Aber fantastischer Klingengang. Der Lockbar, ich hoffe, ihr könnt es erkennen. Steht optisch komplett durch, wobei ich mir habe sagen lassen, dass der Keramikball da wohl eine Verantwortung mitträgt, dass es so aussieht. Aber ich weiß nicht, was da anders sein könnte. Also der Lockbar erreicht fast die gegenüberliegende Schale und das finde ich einfach zu weit. Darüber hinaus ist das Entriegeln. Ihr seht das vielleicht an meinem Finger. Ein ziemlicher Kraftakt. Stefan hat schon angekündigt, man gewöhnt sich dran. Man muss dem Daumen einfach eine gewisse Zeit geben, sich an dieses Gefühl zu gewöhnen, dass es halt ein bisschen schwergängiger ist in dem Fall. Bleibt die große Frage, möchte ich das? Habe ich für mich beantwortet? Nein, möchte ich nicht. Der Glasbrecher oben als Designelement sei mal dahingestellt. Ich finde es jetzt gar nicht so schlecht. Wenn man den Detent einmal überwunden hat, kann man auch so die Klinge schon mal aus dem Heft holen, indem man hier oben mit dem Daumen ein bisschen arbeitet. Also auch das geht. Die Strukturarbeit an den Griffschalen verrichtet einen hervorragenden Dienst. Die macht das Messer unglaublich griffig. Es liegt toll in der Hand. Größe ist auch gut. Nicht sehr gut. Das Messer ist alles in allem sehr schlank. Zum Vergleich mal, der Griff des Enzo, das ein, ich kann es auch mal ausklappen, mehrere Nummern kleiner ist als das Unumsan, hat also fast die identische Höhe und kommt auch bei der Dicke dem San schon ziemlich nah. Da fehlt mir also ein klein bisschen die Substanz in der Hand. Darüber hinaus ist mir eine Sache noch aufgefallen. Diese Kante hier oben vom Lockout, Lockup, Entschuldigung, die finde ich extrem spitz. Ne? Also wenn ich in den Fechtgriff gehe, dann ist das genau die Stelle, an der der Zeigefinger ruht. Und irgendwie ergibt das dann immer unangenehme Druckstellen. Hätte man vielleicht die Optik ein klein bisschen hinten anstellen müssen, die Ecke ein klein wenig abgerundet, sodass ein deutlich angenehmeres Handgefühl entsteht. Aber das San soll ja ein Messer mit Ecken und Kanten sein, dementsprechend kann ich Ihnen das noch nicht mal so wirklich übel nehmen. Optisch gesehen gebe ich euch vollkommen recht, alle, die es bis jetzt angemerkt haben, die alte Achsschraube sieht wirklich um Längen besser aus als die neue. Wenn die neuere Version des San natürlich dann auch einige Dinge zu bieten hat, beziehungsweise einige Verbesserungen zu bieten hat, die die erste Generation da noch nicht hatte. Klingenlänge ist ziemlich gut ausgenutzt, also da sind nur noch einige Millimeter, die Klinge hätte länger sein können. Ist für alltägliche Aufgaben perfekt geeignet.
Es muss da nicht immer direkt die 4 Zoll Klinge sein, also das ist schon prima. Auch der abgerundete Klingenrücken mit der Mulde für den Daumen und vorne dem leichten Harpunenstyle mit der falschen Schneide, die jetzt gar nicht mal so falsch ist, also da geht schon ein bisschen was. Die ist also schon ganz ordentlich kantig. Kann das mal kurz zeigen. Ne, also die hackt sich schon ganz gut irgendwo rein. Das ist aber dann alles in allem ein optisches Schmankerl dort vorne. Wenn man von vorne auf die Klinge schaut, ergibt sich so eine Diamantoptik durch die Kanten. Der Hohlschliff ist sehr, sehr schneidfreudig. Der Stahl scheinbar sehr schnitthaltig. Ich habe jetzt nicht viel damit gemacht, aber man hört nur das Allerbeste. Das Beat Blasted Titanium sieht wirklich absolute Spitze aus. Dieser samtige Eindruck in der Hand weiß auch zu gefallen. Aber es sind halt die Kleinigkeiten, der viel zu stramme Lock, die scharfe Kante und dazu etwas fehlende Substanz in der Hand, die für mich dann den Unterschied ausmachen, dass das bei mir kein Keeper wäre. Also das Messer wäre keins, was ich in meiner Sammlung haben müsste unbedingt. Ja, aber das Lanyard brauchen wir gar nicht streiten, das ist absolut traumhaft. Die Farben von Paracord sind super gewählt, der Skull ist natürlich ein absoluter Hammer. Das von Gennady. Wahnsinn. Also da bin ich echt ein bisschen neidisch drauf. Tolles Teil. Aber auch da ist immer die Frage, bin ich bereit, diese Unsummen für einen Skull zu investieren, der dann nur schmückendes Beiwerk ist. Ja. Ich habe befürchtet, dass es ein kurzes Video werden würde. Stefan, es tut mir wirklich leid, dass ich nicht ganz so euphorisch sein kann, wie ich mir das im Vorfeld gewünscht hätte. Ich bleibe dabei, das Unumsan ist ein wirklich tolles Messer mit den Verbesserungen in der zweiten, dritten Generation. Ich weiß gar nicht, wie viele es da sind. Ich habe mich auch gar nicht weiter eingelesen bei dem Modell. Wurden sicherlich einige Schwächen nochmal ausgemerzt. Die Achsschraube hätte man einfach beibehalten sollen. Generell optisch sehr ansprechend. Ich mag die Klingenform, weil sie deutlich aufregender ist als beim Sebenza. Und in der Performance wahrscheinlich ja, zu 99% identisch sein wird. Alles in allem ein wirklich tolles Teil. Leider nichts für Papas Großen. Ich habe mich aber trotzdem sehr, sehr, sehr gefreut, dass ich die Möglichkeit hatte, das Sahn zu bespielen, auszuprobieren. Es hat mich eine Riesenerfahrung reicher gemacht, denn vorher war immer die Ungewissheit da, ob das nicht vielleicht doch das Messer schlechthin sein könnte, was man sich dann wünscht und was man unbedingt haben müsste. Jetzt weiß ich, dass das nicht so ist, dass ich mit meiner Auswahl, die ich bis jetzt getroffen habe und den Erfahrungen, die ich bis jetzt gemacht habe, sowas schon ganz gut einschätzen kann, auch im Vorfeld schon ganz gut einschätzen kann. Meine Gedanken gingen nämlich schon definitiv in diese Richtung, dass es mich nicht zu 100% überzeugen würde. Darin sehe ich mich bestätigt. Wie gesagt, ich führe das einfach mal drauf zurück, dass ich ja doch jetzt mittlerweile etwas nähere Erfahrungen in dem Bereich gemacht habe und sowas schon ganz gut einschätzen kann vorher. Ja, das Messer kommt jetzt zu dir. Das Horizon ist direkt mit im Paket. Ich hoffe, dass du unglaublich viel Freude dran hast. Bin gespannt auf deine Meinung. Allen anderen wünsche ich ein fantastisches Wochenende. Heute Abend steht das Viertelfinale Deutschland gegen Frankreich auf dem Plan. Drücken wir da alle mal ganz fest die Daumen und hoffen, dass die Autokorsos stattfinden. Das wird nämlich bedeuten, dass wir ins Halbfinale gekommen sind. Und ansonsten darf ich noch mal ein Zitat bringen, nachdem ich das Intro schon geklaut habe, möchte ich zum Abschluss sagen: Haltet eure Messer scharf. Bis bald.